innen kriege ich den Moment, wo ich rechts etwas Druck kriege am Anfang. Und diese Parade am äußeren Zügel, die so wichtig sind, zum Beispiel so eine Kreuz- und Traversale, bekomme ich überhaupt nur dann. Ja, und darum ist es mir wichtig, jede Ecke als Viertelvolte, diese Stellung, und dass wir daran arbeiten, loszumachen, wie ich dies eben nicht wegschmeißen, nicht einmal ziehen, loslassen, und der wackelt da im Genick so hin und her, sondern das ist ein Überstellen und ein Finger öffnen und leicht werden. Und auf der anderen Seite habe ich dann oft gar nicht mehr drin als Gewicht wie im Finger. Wir kommen jetzt zur Galopparbeit einmal. Und da kommen wir dann zu dem ersten ganz großen Knackpunkt, den man immer so merkt, ja, bei Pferd, wie auch, wenn wir jetzt über normale Rentierreiterei denken, der Sprung von L nach M ist ja ein ganz großer. Einmal durch diese Traversalen und Schulterreihen, aber noch mehr durch den fliegenden Wechsel, da wollen wir uns gleich mit beschäftigen. Das ist ja so ein richtiger Knackpunkt für viele. Wenn ich diesen Wechsel nämlich einmal geschafft habe, der Weg von einem jungen Pferd zu einem sicheren, einfachen, fliegenden Wechsel dauert mindestens eigentlich normalerweise, je nach Talent, natürlich auch ein Jahr. Minimum. Das heißt, für mich ist ein fliegender Wechsel sicher, wenn ich ihn an jeder Stelle zu jeder Zeit reiten kann. Ob an der kurzen Seite, zum Außengalopp oder zurück. Gut ein Jahr. Von da bis zu zwei Tempiwechsel ist vielleicht 3-4 Monate oder 5 Monate. Das geht deutlich schneller. So, aber jetzt gehen wir erst nochmal zu dem normalen Versammelngalopp, Wolfhard. Galoppiere ihn mal an. Genau. Auch ein schöner Bergaufgalopp, wo ich mir jetzt einfach so ein bisschen mehr Länge drin noch wünschte, aber das müssen wir jetzt auch mit Gefühl. Genau, das ist schon gut. Richtig. Das ist jetzt ein guter Rhythmus für mich. Noch ein Zirkel, sehr schön. Ja, genau, was ich eben gesagt habe, den würde ich immer versuchen, im Ablauf langsamer zu machen und dann größer. Nochmal ganz wichtig, ich kann nicht alle Pferde jetzt über einen Kamm stellen. Ich sage, ich muss das so oder so machen. Der Schimmel, der muss sich immerhin, come on, mach den schneller hinten im Ablauf, im Rhythmus, weil er von sich aus dieses langsame Abfußen hatte. So, sehr schön, das sieht jetzt gut aus. Gut, reiten wir einmal den Übergang zum Schritt. Schön vorbereiten, wir es eben ranholen, bisschen runter, sehr gut. Konnte so ein ganz klein wenig runterbleiben, er wurde sehr, sehr schön tief hinten. Er kam mir aber etwas hoch vorne entgegen. Dann würde ich beim nächsten Mal, Wolfhard, mach das mal rechts rum, ganz klein wenig runter dabei halten. Ganz klein wenig tiefer im Hals, wenn du den Übergang zum Schritt reitest, dass er nicht gegen die Hand drückt und mir den Rücken so ein bisschen so wegdrückt, als er sich so setzte, ne? Genau das richtige Tempo, wo er mir eben beim Lösenden so ein bisschen eilig war, Mitgefühl, das war mir zu hart, nochmal, das war zu abrupt. Ruhig ein bisschen Zeit lassen und dann ruhig so 2, 3 Galoppsprünge, mach nochmal einfach den Übergang, gar nicht Schritt reiten. Gehen wir nochmal hier am Zirkel und das gleiche, halt den so ein bisschen runter und jetzt versammelst du ihn einfach mal nur so für 2, 3 Galoppsprünge. Ein bisschen versammeln, keinen Schritt reiten. Versammeln, locker, genau, wieder raus, brav, sehr schön. Wieder raus, er wollte erst so blocken und dann hat er ihn weitergeredet und dann fing das innere Hinterbein wieder an, richtig nach vorne zu springen, anstatt so zu stemmen. Sehr gut. Ist der so vorbereitet für fliegende Wechsel? Gut genug? Gut. So, jetzt dauert das natürlich wieder länger, wenn ich es erzählen muss. Der fliegende Wechsel, weil das ist ja ein ganz komplexes. Die Hilfen, ganz einfach, die Hilfen beim fliegenden Wechsel ist einfach, dass hier die Hilfen zum Angaloppieren. Ich sitze innen tiefer, der äußere Schenkel wird zurückgelegt, ich habe mein Pferd nach innen gestellt, am inneren Zügel etwas weich werden, Parade am äußeren Zügel. Wenn ich jetzt also im Linksgalopp bin, ich sitze links tiefer, das Pferd ist etwas links gestellt und das Pferd ist ja, im Trab ist es ja immer gerade auf gerader Linie, aber im Galopp ist es immer gestellt, nicht gebogen, aber gestellt. Wenn ich also gerade ausreite, reite ich immer mit leichter Stellung. Weil das vermehrt an den äußeren Zügel kommen muss, weil im Galopp ist ja die Fußfolge eine andere. Da habe ich ja immer dieses innere Hinterbein, was Forschung Gewicht aufnimmt. Und darum habe ich das Pferd mehr, wie wir schon gesagt haben, am inneren Zügel etwas leicht sein, damit das innere Hinterbein vorschwingen kann. Habe ich das vermehrt am rechten Zügel, auch beim Geradeausreiten, wo im Gegenteil im Trab das Pferd ja gerade ist und Diagonalfuß gleichmäßig. Muss ja immer sehen, warum mache ich sowas. Linksgalopp, das Pferd ist links gestellt, ich sitze links tiefer. Äußere Schenkel liegt verwahren zurück. Die Hilfen zum fliegenden Wechsel. Und das ist jetzt ganz wichtig in der Vorbereitung. Ich muss mein Pferd ja gerade machen. Vorher steht es im Linksgalopp am rechten Zügel, vermehrt. An beiden, aber etwas vermehrt am rechten Zügel. Jetzt kommt die Vorbereitung zum fliegenden Wechsel. Ich muss das Pferd im Genick gerade machen. Dieser neue innere Zügel muss weich werden und der neue äußere Zügel hält das Pferd in Balance. Damit eben das Pferd aus diesem Galopp das rechte Hinterbein vorschwingen kann und gerade bleibt. Darum ist es ganz wichtig, dass an diesem neuen inneren Zügel leicht werden kann.
Und damit das Pferd eben nicht dann nach unten hin wegkippt, was als nächstes passieren würde, wenn er einfach nur leicht ist, ist ganz wichtig, dass im Moment des fliegenden Wechsels der neue äußere Zügel den oben hält. Das ist eine ganz komplexe Hilfengebung, aber eigentlich ganz sinnlogisch. So. Das Schwierigste jetzt bei dem jungen Pferd, wenn die das lernen, ist, dass ein Pferd sich vorbereiten lässt. Und das ist für mich das Allerentscheidendste in dieser Ausbildung von dem fliegenden Wechsel, dass ich grundsätzlich nur den fliegenden Wechsel reite, wenn er sich vorbereiten lässt. Und das kennen wir ja alle, die jungen Pferde gehen die ersten fliegenden Wechsel, du gehst auf die Diagonale und du denkst nur daran, den ein bisschen gerade zu machen, dann fangen sie schon an, laufen einem weg, drehen nach unten hinweg, machen sich schief, was am meisten passiert. Ja? Und das ganz Entscheidende ist, ich muss diesen Wechsel vorbereiten. Und nicht einfach hingaloppieren, so machen, wenn er das nicht wüsste, in der Ecke, dann einmal gerade mal zack und den einmal umspringen lassen. Weil dann lernen die das nie richtig. Ich muss von Anfang an konsequent sein und muss ein Pferd vorbereiten. Das heißt, wenn ich also auf die Diagonale gehe, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Diagonale meinen Wechsel reite, mit dem jungen Pferd, was ich ganz viel mache, ich bin jetzt im Linksgalopp, frage ich ganz oft, das Pferd mache ich gerade. Was versucht das Pferd? Die meisten Pferde versuchen als erstes nach links sich schief zu machen, nach links über die Schulter wegzudriften. Oder sie machen sich insgesamt einfach dramatisch schief. Oder sie merken, der fliegende Wechsel kommt und laufen einfach, werden eiliger. Und da muss ich mit so einem jungen Pferd meine Kompromisse machen. Ich kann nicht von Anfang an erwarten, dass er sich schnurgerade bleibt und zack vorbereiten lässt und nicht eilig wird und dann den Wechsel macht, sondern ich muss Kompromisse, der wird vielleicht ein bisschen eilig, der wird vielleicht etwas spannig. Aber ich reite keinen fliegenden Wechsel, wenn ich dann schon was vorbereite und der läuft mir ganz schief zur Seite weg. Oder das Pferd wird insgesamt einfach zu eilig. Und das sage ich, würde ich wirklich allen ans Herz legen, immer vorbereiten. Das kann ich, einzige, wo ich ein bisschen fake dann, das kann in der Prüfung sein. Wenn ich genau weiß, Mensch, wenn ich den jetzt hier vorbereite auf irgendeiner Prüfung und ich bereite das so lange vor, wie ich das zu Hause mache, dann springt der mir schon von alleine um oder wird einfach zu heiß. Und dann kann ich sagen, komm, da kann ich so ein bisschen einfach mal fummeln in so einer Prüfung. Aber das würde ich auch wirklich grundsätzlich nur in der Prüfung machen und auch nicht auf dem Abreiteplatz draußen. Jetzt haben wir da so viel erzählt. Jetzt zeigst du uns mal den Wechsel. Ich kenne das Pferd ja auch nicht. Und ich würde immer zum Beispiel auch jetzt mit dem fliegenden Wechsel da anfangen, wo es am leichtesten geht. Erstmal mit dem Galopp, wo es am leichtesten geht. Und dann an Stelle. Wo würdest du den fliegenden Wechsel machen wollen? Wo macht er den am leichtesten? Durch die Heilbahn wechseln, genau. Dann wollen wir das mal probieren. Wechselst du Heilbahn und dann reitest du auf der Wechsellinie den fliegenden Wechsel. Schöner Galopp jetzt, nicht zu eilig. Wird besser und besser. Für mich. Ah, jetzt wird er schon ein bisschen. Sehr schön. Können wir mit so einem Sechsjährigen super leben, loben. Halbe Bahn wechseln. Und was würde ich jetzt sofort machen? Ohne Wechsel. Ohne Wechsel, weil Sie haben ja schon gesehen, der hatte ja so einen ganz leichten, der wusste, dass der Wechsel kommt, da wurde er erst so ein bisschen eilig und dann stockte der in dem Wechsel. Jetzt würde ich halbe Bahn wechseln, mal so vorbereiten, was wolltest du einreiten? Aber kein Reiten. So, und locker und wieder weiter reiten. Und genau das, der wusste ja, der Wechsel kommt und fängt sofort an und winkt hinten kurz und Schritt. Wunderbar. Vorbereiten und die Parade zum Schritt. Gut. Das war schon, Sie haben ja gesehen, er wurde den Galopp schon vor dem fliegenden Wechsel etwas eilig und dann bremste der so ein bisschen in dem Wechsel. Aber für so einen Sechsjährigen gut. Ganz wichtig jetzt auch, da haben Sie ja nachgesehen, ganz oft Wechsel vorbereiten, aber kein Reiten. Wenn ich so zum Beispiel auf der Diagonalen das übe und reite einen fliegenden Wechsel, dann reite ich grundsätzlich danach, wenn die in so einer Phase sind, danach sofort eine halbe Bahn wechseln, ohne fliegenden Wechsel. Und Schritt oder macht in einer anderen Stelle, damit er jetzt nicht, wenn du nämlich drei Diagonalen den fliegenden Wechsel reitest, dann gehst du auf die vierte und dann fängt er natürlich noch mehr an zu rennen, um den zu erziehen. Und jetzt gehst du mal linke Hand, Wolfgang, jetzt rein bei den anderen Wechsel. Ich habe eben das Negative aufgezeigt oder erzählt, er wurde etwas eilig vor dem fliegenden Wechsel und stockte so ein ganz klein bisschen, aber er blieb zum Beispiel das Positive, er blieb sehr gerade. Das, was viele Pferde dann ja versuchen, wenn die merken, der Wechsel kommt, dass sie sich in sich schief machen oder was die noch mehr machen, dass sie zur Seite ausweichen. Und das war, der blieb ja in sich super gerade, er hatte ihn sehr schön vorbereitet, außer dass er eben nicht einfach wie so bei einem alten Pferd einfach locker weiter galoppiert. Ein Zirkel, jetzt galoppiert er mir nicht so schön, wie du das eben auf der anderen Seite hattest. Etwas versammelt, da wieder genau weg. Auf, nicht zu kurz. So. Genau. Dann auf der Diagonalen nicht kürzer werden, versuchen den Galoppsprung so zu erhalten. Locker, da einwechseln. Nee, ja, der war jetzt ja Schritt, ich würde das nochmal machen, Schritt. Der war jetzt ja durch, aber kurz. Der sprang ja fast gleichzeitig hin. Ne? Mach nochmal Linksgalopp, Außengalopp, Linksgalopp.
Genau. Und jetzt wechselst du nochmal Diagonale und leg mal so ein ganz klein wenig zu. Leg mal so ein ganz klein wenig zu. So, genau. Und jetzt gehen wir mal ganze Diagonale. Und jetzt legst du mal ein bisschen, nicht zulegen, die Sprünge so ein bisschen länger machen, mal bis X. Nur so ein bisschen länger, nicht zulegen richtig. Aber der blockt mir von sich aus von hinten zu viel. Ein bisschen nach vorne galoppieren, leg mal ein bisschen zu, leg mal ein bisschen zu, weiter. Und jetzt etwas einfangen und jetzt den Wechsel. Setzen, jetzt den Wechsel. Ne? Das kann natürlich dann passieren, Schritt. Jetzt ist er hinten nachgesprungen, ne, als er den so groß hatte. Schritt, ich würde es trotzdem nochmal so machen. Wechsel nochmal. Weil das, was er eben im Schritt auf der Seite machte, dass er anfing, wenn er den vorbereitet, hinten so zu blocken und mit dem Hinterbein nicht mehr nach vorne durchzuspringen, dasselbe macht er jetzt hier in dem fliegenden Wechsel. Du kannst ruhig von links kommen hier, lass dir Zeit, ganz ruhig, den links aber nochmal, links, rechts nochmal. Ne? Links, rechts, geh ruhig nochmal am Zirkel und mach ihn in die andere Richtung. Und versuchen, so ein bisschen Fluss zu behalten. Und für mich lieber etwas eilig einmal, und es kann passieren, so wie eben, dass er dir nachspringt, als dass er nochmal hinten eben so blockt. Das muss man sehen, wenn er mir das dreimal hintereinander macht, muss ich natürlich wieder umgekehrt machen. Dann setze ich ihn lieber zu viel und mache einen kurzen fliegenden Wechsel, als dass er wieder nach ist. Genau, etwas runter dem Galopp. Ist er so ein ganz klein wenig hackeliger, wenn man das so sagt, salopp, als der Linksgalopp, Rechtsgalopp, ganz klein wenig nach vorne. Ne, der war jetzt wieder nach. Weiter galoppieren, einmal Schritt. So, ich wollte jetzt gerne, dass er den möglichst etwas größer und nach vorne springt. Jetzt hat er den natürlich schon zweimal Schritt, jetzt hat er ihn zweimal ja hinten nachgesprungen. Und da muss man das unbedingt korrigieren sofort, dass die Pferde sich das nicht angewöhnen, dieses Nachspringen. Denn das können die, wenn die das so üben und die springen andauernd nach, auch so einspringen richtig. Wenn der das jetzt macht, wenn ich den jetzt das erste Mal gesehen hätte, hätte ich gesagt, komm, jetzt müssen wir den hinten etwas mehr versammeln, du holst den so ein bisschen mehr rein, machst einfach auch so ein bisschen positive Spannung, dass der eher mal fast sogar von alleine hinten springt, also wie gerade, dass der dann einfach nachspringt. Ja, mach nochmal. Ich muss ja jetzt ist er ja wieder das Typische, hinten ein bisschen hoch, erst vorne, dann hinten gesprungen. Jetzt muss ich mir das Hinterbein etwas holen, ich muss mir etwas positive Spannung holen, eher etwas mehr setzen, dass ich die Pferde so ein bisschen, wenn ich das häufiger habe, dass die Pferde nachspringen, so unter Spannung setzen, dass das Hinterbein quasi von alleine schon umspringt, sich vor den Hilfen. Ja? Mach das nochmal auf der Diagonalen, ne? Genau, das ist gut vorbereitet. Gut vorbereitet, wird besser hinten im Galopp, das war sehr gut gerade. Weil er wurde jetzt nämlich in diesem Linksgalopp ja so ein bisschen krampfiger, als er das vorher war. Ganz wichtig, jetzt schön hinten dran behalten, etwas rechts denken, nicht zu lang werden lassen. Jetzt musst du den etwas hinten hier holen, dass du eher hinten mal genau.